Die Idee, die dahinter steckt, sieht fast so aus wie ein endlicher Automat. Ja, wir haben ein Ausgabeband mit, unterteilt in einzelne Zellen. Wir haben eine Übergangsfunktion und wir haben eine endliche Menge von Zuständen. So, und der einzige Unterschied, den wir jetzt eigentlich haben, dieses Ein-Ausgabeband, ja, das Ausgabe gibt es eigentlich schon her. Wir können auch was auf diesem Band ausgeben. Wir können jetzt nicht nur lesen, und zwar einmal von links nach rechts da durch und dann lesen wir was. Wir brauchen auch keinen zusätzlichen Speicher, sondern wir haben einfach nur dieses Band hier zur Verfügung. Ich habe das hier gekennzeichnet. Es hat einen klar definierten Anfang und nach rechts hin, ja, da geht es aber im Prinzip beliebig weiter. Ich habe da endlos viel Platz drauf. Ich kann da also beliebig lange Wörter draufschreiben, erstmal als im Sinne einer Eingabe entgegennehmen. Ich kann die aber auch beliebig beschreiben. Und was wir hier auch können, ich habe im Prinzip sowas wie so einen Schreiblesekopf. Das ist das Gleiche, was wir bei den anderen Maschinen auch haben. Wir haben sozusagen einen Punkt, an dem wir hier auslesen von dem Band. Ja, bislang konnten wir immer nur von links nach rechts gehen. Und was der jetzt kann, der kann auch wieder zurücklaufen nach links. So, und in Kombination damit, dass er jetzt nicht nur von links nach rechts lesen kann, laufen kann, sondern auch noch was schreiben kann, das ist im Wesentlichen die Idee der Turing-Maschine. Ja, und eigentlich das erstaunlichste Ergebnis, was man sich da überlegen kann, es gibt kein mächtigeres Maschinenmodell. Alles, was wir mit einer Turing-Maschine machen können, alles, was wir mit einem anderen... Nee, ich fange nochmal anders an. Das wird jetzt das Modell sein, mit dem wir uns in der näheren Zukunft beschäftigen werden. Zwar werden wir da uns mit zwei Dingen beschäftigen. Das eine wird sein, es wird der Begriff der Entscheidbarkeit sein. Das zweite wird sein, der Begriff der Berechenbarkeit. Kann man sich rein intuitiv sofort was darunter vorstellen? Berechenbar heißt, naja, ich habe irgendeine Maschine und ich möchte was berechnen, beispielsweise, keine Ahnung, ja, irgendeinen Preis von irgendwas. Ja. Ich stecke da alle Informationen rein und die Maschine liefert mir das Ergebnis, berechnet also irgendwas. Im Wesentlichen wird es darum gehen, dass wir irgendwie irgendwelche mathematischen Funktionen berechnen wollen. Ja. Ist eigentlich auch so die intuitive Vorstellung, die man hat, wenn es darum geht, was heißt eigentlich berechenbar. Ich habe eine Eingabe, führe irgendeine Funktion aus und als Ergebnis bekomme ich halt einen Wert oder eine Folge von Werten als berechnetes Ausgabeergebnis. Das ist so die Berechenbarkeit. Das zweite, Entscheidbarkeit. Was heißt es, wenn ich mich im täglichen Leben entscheiden muss? Naja, ich habe zwei Antwortmöglichkeiten und die eine heißt ja, die andere heißt nein, typischerweise. Ja? Wir werden viele Probleme, die wir uns jetzt dann zukünftig anschauen werden, als Entscheidbarkeitsprobleme formulieren. Das Wort Problem ist so ein Problem. Ja? Ich habe eine Maschine, ich habe ein Wort und gehört das Wort zu der Sprache oder gehört es nicht? Ja oder nein? So, und jetzt sind in der Vergangenheit ganz viele Modelle entwickelt worden, um sowohl Fragen der Entscheidbarkeit als auch der Berechenbarkeit zu behandeln. Diese Turing-Maschine ist ein mögliches Modell. Es gibt noch andere Modelle. Und keines dieser Modelle hat sich mächtiger erwiesen als die Turing-Maschine. Das ist quasi sozusagen das Ergebnis, kann ich hier auch schon mal angeben, das ist die Church-These. Ja, alles, was man irgendwie so unter der Vorstellung haben kann, ich möchte irgendwas berechnen, das können wir auch mit der Turing-Maschine berechnen. Und das finde ich relativ beeindruckend, wenn man sich anguckt, was für ein einfaches Modell das eigentlich ist. Ja? Egal, was Sie, ob Sie hier so ein Tablet haben, hier irgendwie so ein PC, ob Sie irgendwie einen massiven Parallelcomputer haben, der kann prinzipiell nicht mehr als dieses einfache Modell. Und das ist ein wichtiges Ergebnis für Sie als Informatiker, finde ich zumindest. Ja. Und was wir auch sehen werden, das ist auch ein interessantes Ergebnis dieser Vorlesung, es wird auch Probleme geben, die können wir nicht lösen. Das ist nicht sowas wie, sag mir mal, die Lottozahlen der nächsten Woche. Das sind ganz einfach formulierte Probleme, ja, wo man auf den ersten Blick sagen könnte, naja, eigentlich klar, ich setze da irgendwie ein Programm drauf an. Das wird nicht gehen. Egal, welches Rechenmodell wir nehmen, egal, ja, wie viel Blatt Papier ich nehme, um da irgendwas auszurechnen, das können wir einfach nicht lösen. Und das ist eher so eine, naja, das sagt uns was über die Begrenztheit unseres Wissens. Ja? Auch das werden wir noch im Rahmen der Veranstaltung machen und alles das werden wir zeigen mit Hilfe der Turing-Maschine. Also gut aufpassen. Es
wichtig für einen Informatiker. So, was ist das Ding? Sie wissen, ich mache gern sowas formal und so beschreiben wir eine Turing-Maschine. Ist ein ganz einfaches Modell. Entwickelt von Alan Turing 1936. In diesem Artikel, der hier unten steht, kann man sich auch so runterladen. Da wird der Begriff der Turing-Maschine so nicht definiert. Aber er stellt da so ein Maschinenmodell vor. Und das ist das. Und wenn Sie jetzt in verschiedene Lehrbücher reingucken, die sind zum Teil alle ein bisschen unterschiedlich. Ja, ich habe diese gewählt. Ich sage vielleicht gleich noch was, wie das manch anderer definiert. Also bei mir besteht die Turing-Maschine aus den folgenden vier Elementen. Endliche Zustandsmenge. Kennen wir schon von unseren endlichen Automaten. Ja, also keine endliche Zustandsmenge. Und wir haben einen zusätzlichen Zustand H, der steht immer für Haltezustand. Das ist sowas wie die finalen Zustände bei den endlichen Automaten. Das ist ein klar definierter Haltezustand dieser Maschine. Der ist auf jeden Fall enthalten. H kommt nochmal dazu, genau, das haben wir dann hier unten. So, dann haben wir ein Alphabet, das ist auch ein endliches Alphabet. Und ich habe zwei zusätzliche Symbole, die ich verwenden werde, L und R. Und diese Raute hier, oder dieses Kreuz. Also endliche Zustandsmenge, endliches Alphabet. So, und dann haben wir eine Übergangsfunktion. So, und das wird jetzt spannend. Da kommt rein ein aktueller Zustand und ein Zeichen der Eingabe. Genau das gleiche, was wir bei endlichen Automaten auch haben. Und das Ergebnis ist entweder wieder einen Zustand oder H für Halteposition. Ja, also das war hier oben ausgegrenzt, aber hier unten kommt es jetzt rein. Also wir können übergehen in einen Zustand aus K oder in diesen Zustand, in diesen Haltezustand. So, und dann machen wir was quasi auf dem Eingabeband. Da steht jetzt Kreuz Sigma vereinigt LR. L steht für links, R steht für rechts und das soll andeuten, dass der Lesekopf, Schreiblesekopf, der wird bewegt. L steht, wird nach links bewegt um ein Feld, R steht, wird nach rechts bewegt um ein Feld. Und wenn wir dann ein Symbol der Eingabe haben, oder meines Eingabealphabetes, dann schreibe ich halt was aufs Band drauf. Ja? Und wir haben, wie das bei den endlichen Automaten auch der Fall ist, einen Startzustand, S hier genannt, von dem aus wir starten. Also eigentlich ein ganz einfaches Konstrukt und ich finde es irgendwie erstaunlich, wie mächtig das letztendlich ist.